Dann schnappe ich mir jetzt mal die Sachen und dann gehen wir rein und checken mal ab, was hier was kostet. Oder besser gesagt, Geld bringt. Und ich bin jetzt halt einfach mal so frei und hau mir hier eine Stufe raus, dass ich auch weiß, was die kostet. So, Servusler. Sell goods. Wenn jetzt natürlich die Baumstämme hier gleich kosten, dann wird es bei den Brettern das gleiche sein. Für 100, okay. Ja, wenn ich es da schon anbiete, dann gebe ich es da auch, ne? Dann. So, wie ist es mit dem Palmwood? 150, also das macht schon einen Unterschied, ne? Wie ist es mit dem Hardwood? 175, also der kostet auch nochmal mehr. Dann haben wir den Bottle Tree Wood. 280. Wow. Die Mangroven sind wahrscheinlich weniger, oder? Ja, okay. Also der Bottle Tree Wood ist immer noch am besten und danach der Hartholz. So, wie ist es denn bei den Brettern? Also wenn ich jetzt dir ein Gumwood zum Beispiel verkaufe, das ist ja im Grunde das, was am meisten vorkommt. 150. Also es sind 50 mehr als das Holz selber. Und der Palmwood... 225, also auch da ist es mehr. Wie ist es dann jetzt bei dem Hardwood Plank? 250, das ist natürlich auch besser. So, wie ist es bei den Stufen? Man muss ja da bedenken, bei den Stufen, man bekommt immer 8 Stück aus einem Brett oder aus zwei Brettern, ich weiß es jetzt nicht. Rechnen wir jetzt mal mit 45, dann hätten wir bei 2 Stück 90 und wir hätten bei 8 Stück, oh Gott, jetzt wieder rechnen, ne? 90 bei 2, das heißt mal 4. 450, oh Gott, nein, nicht 450, ja, halt irgendwas um die 400. Okay, also es lohnt sich dann schon, zu sagen, warte mal, open. Gehen wir mal hier ran an den Tisch, an den Crafting Table. Wir brauchen jetzt 2 Stück. Den Hardwood. Dann machen wir halt jetzt nochmal die 16 Stück. So, also jetzt machen wir da mal die 8 Stück. 624 vom Hartholz. Das ist natürlich schon eine Hausnummer, ne? Und da sind's. Jetzt bin ich gespannt. 368, okay. 368 sind's. Also es lohnt sich im Grunde, das Hartholz anzubauen. Das da, weg damit jetzt. Ich kann es eh nicht verhindern, ne? Also dass der andere abhaut. Aber das würde für mich auf jeden Fall heißen, dass ich produzieren kann. So, was haben wir denn da noch Schönes? Schubkarre. Da haben wir ein Metall. Oh, wir könnten mal noch ganz kurz gucken, bevor ich das jetzt... Ich möchte mal wissen, was ein so ein Tinbar bringt. 500, okay. Will ich natürlich nicht verkaufen, weil das Zeug, das brauchen wir jetzt halt noch. Okay, das würde heißen, dass ich jetzt erstmal... Boah.
Holz produziere wie ein Blöder. Und zwar am besten Bottle Tree Wood. Wobei ich mir sagen muss, die 5 Stück würde ich gerne aufheben. Hardwood würde ich auch sagen, dass man mal 5 Stück aufheben, aber dass ich das durchballer. Und dass es einfach... Ach, keine Ahnung. Ich brauche ja auch noch Wege, ne? Das, so ist es ja nicht. 24, 25. Eigentlich wurscht, wie viel ich mache, weil es ist immer eine gerade Zahl am Ende. Nee, ist es nicht. Ich habe ja nur aus einem, aus zwei Bretten. Nee, habe ich nicht. Was denkt dann schon wieder? Komm, wir machen jetzt mal 50 Stück. Das hätte ich natürlich einfacher auch machen können, aber ist egal. Dann machen wir 40 Stück. Die hau ich halt jetzt halt einfach mal durch. Ich habe ja hier auch noch Wege. Wir müssten Nägel herstellen, weil da habe ich ja nur noch 2. Falsch, das ist der Cooking Table. Eigentlich könnte man ja für die 30.000 noch den anderen Tisch kaufen, aber der nimmt jetzt keine Aufträge mehr an, ne? Ist das blöde? Ah ne, 60.000 waren das, ne? So, was braucht man da? 8 Mangrovensticks und eine alte Feder. So, eine alte Feder. Dann mache ich nämlich auch immer so eine Falle. Möchte ich nämlich auch mal wissen, wie die funktioniert. Danke. Oh, die ist schon draußen, okay. Ich weiß halt nur nicht, wo ich die hinstellen soll. Ich die einfach mal da herstellen, da wo die... Okay. Keine Ahnung, das ist wahrscheinlich jetzt ja dann für das Tier, was ich da hinten reintun kann, ne? Was habe ich da eigentlich für Aufgaben? Sag mal, habe ich heute gar nicht dran. Harvest 6 Bananas. Habe ich nicht sehr viel mehr geharvestet, aber das war wahrscheinlich der Tag vorher, ne? Clear 14 Gras, ach, egal. Egal, oder doch. Komm, machen wir das schnell. Habe ich es nicht bald? Jetzt halt. Ja, und die Bananen, die kann ich ja nicht sammeln. Außer die sind jetzt gerade hier so gewachsen. Nicht. So. Dann werde ich mal das Holz durchhauen. Ja. Ich mache jetzt halt einfach mal das Holz. Das kann also sein, dass der nächste Tag schon längst begonnen hat und läuft. Deswegen. Aber ich muss das irgendwann mal machen. Vor allem, wir brauchen echt Geld. Und das gönne ich mir jetzt einfach, dass ich das so mache. So, als ich jetzt fertig war mit den Hölzern schneiden und sowas und gleich herstellen von den Stufen, bin ich nochmal ganz kurz aufs Sammeln gegangen, so lange, bis ich eben fast umgefallen bin vor Müdigkeit. Deswegen habe ich jetzt auch hier so eine relativ schöne Ausbeute. Und ja, gucken wir mal, ob wir jemanden Neues in der City haben oder... Nee, niemand Neues in der City. Okay, wir haben hier unseren Briefkasten, da haben wir wahrscheinlich den Wetterturm drin. Open. Hier ist der Weather Station you ordered. Alles klar, dankeschön. Dann können wir das Ding ja löschen. Achso, da ist noch ein Bug-Tipps da drin.
Okay. Wie auch immer ich das lesen kann. Ich weiß es nicht. Okay, ja, Bug-Tipps da oben. It was after dark. The bug in the bushland. Like to know. Okay, keine Ahnung. Vielleicht meint der das Glühwürmchen, welches ich gefangen habe, das Firefly. Als ich nämlich rum bin, ich hab natürlich nach Schätzen gesucht, ist klar. Ich habe auch eine Brücke hergestellt und dann eben diese Stufen. Und dann habe ich eben eine Firefly gesehen, also ein Glühwürmchen, wenn man so will, oder eine Feuerfliege wird es ja quasi so übersetzt. Achso, das ist ein Grass Seed, alles klar. Kann ich dich jetzt nicht irgendwo hinpflanzen? Danke. So, die Firefly würde ich sagen, dass ich auf jeden Fall aufhebe, ganz klar. Ist nur die Frage. Schön, wie sie leuchtet, ne? Tun wir sie da drauf? Ne, wir tun es ans Ende. Du musst quasi nach oben. Gut. So, jetzt gucken wir mal da vorne. Das ist natürlich weg, das ist klar. Aber ich denke wirklich, dass die immer wieder kommen. Oh, das jetzt schaut es so schön aus mit den ganzen Dingen hier. Nice. So, aber nichtsdestotrotz, wir wollen schauen. Wo ist denn wieder? 8 Uhr steht auf dem Schild. Mensch, John, wo rennst du denn rum? schauen wir erst einmal, was er vielleicht brauchen kann. I have a red flat I don't want anymore. Do you want to buy it? Ja, ist ein Deal. Okay. Dann haben wir quasi die erste Quest schon erledigt. Hm? Kannst du die nach oben tun? Danke. Was gibt's hier Neues? Also immer noch die Schubkarre, ein Wheel. Ja, den da bräuchte man natürlich, den Furnace, ne? Da überlege ich jetzt halt schon, ob wir den kaufen für... Im Grunde sollten wir es machen. Wir sollten den kaufen, auch wenn ich natürlich Geld sparen muss, das ist ganz klar, aber... it's faster furnace that can also process iron ore. Ja. Very good. Ja, das glaube ich mir. Glaube ich dir, meine ich. So, den stellen wir jetzt halt mal daher. Jetzt können wir Iron Ore nämlich reintun. Ich denke mal, das sind auch 5. Ja, das sind auch 5. Dann können wir aber auch gleich noch Eisen reinschmeißen und auch noch ein bisschen Kupfer. So, dann kann das mal durchlaufen. So, und jetzt gehe ich nochmal rein zu dir. Weil ich dir jetzt nämlich... Oh, warte mal, kann ich dem jetzt noch was machen? Ach, komm. Nochmal quatschen. I wanted to chat. Got a job for me. Okay, das war nur deswegen den Schuhen. Okay, alles klar. Sell goods. Also, wir verkaufen alle Hardwood Paths, weil die werde ich nicht einsetzen als Boden. Also, außer wir machen irgendwann einmal was besondere Ecke oder sowas, keine Ahnung. Und hier möchte ich jetzt nur die 6 Stück verkaufen. Dann haben wir noch 130. Dann möchte ich verkaufen nichts weiter. Das soll es jetzt erst einmal gewesen sein, weil die anderen Parts, die werden wir natürlich reintun. Jawohl, 12.000. So habe ich mir das vorgestellt. Achso, das ist eine Muschel, alles klar. So, was wollte ich jetzt eigentlich machen? Eigentlich wolltest du doch die Sachen verräumen. Rennst du wieder mit volle Taschen los? Wit.
So. Erstmal daran, alles was grün ist, kommt hier raus, außer das Bright Wire. Das werden wir nämlich dann gleich wieder in die Dingsbums reinsetzen. Billy Button werden wir gleich dann Dings. Und das da möchte ich mal probieren, ob ich das irgendwie aufhängen kann. Du kommst raus, die Nägel kommen raus. Dann haben wir noch die Schuhe. Raus damit. Und die kommen beim Feuer hin. Ja, so, jetzt schauen wir mal, ob ich die... Hä? Kann es sein, dass ich das irgendwie in Schredder geben kann? Oder hier rein? Schredder? Nee, Pickup. Da rein tun. Da rein tun. Nö. Ich denke mal, dass ich mit dem Schild halt irgendwas machen kann. Aber gut, dann heben wir das einfach mal auf. Dann kommt das jetzt damit rein. Wo bist du? Da bist du. Dann tun wir das jetzt einfach da mal mit rein. Ist egal. Ich habe noch gar keine Kiste für das ganze Eisenzeug und so, ne? Weil ich habe Essen, ich habe Holz, aber ich habe nirgends Eisen. Eisen schleppe ich die ganze Zeit mit mir rum, ne? Das werde ich draußen auch erst einmal mit in die Kiste tun. Da werden wir uns ja mal eine separate machen, neben den Schmelzern. Aber jetzt tue ich es erst einmal hier mit in die Kiste rein, wo dann auch das Holz drin ist und der Zement und sowas. Die Ores. Und die Bars. So, ich mache das jetzt mal so, dass ich das ein bisschen sortiere. Zack. Dann ist das schön da unten reinsortiert. Wunderbar. Dann haben wir nämlich auch das Problem weg, von wegen... Ja, das Problem haben wir weg. Wegen Platz. Dann können wir nämlich wesentlich mehr sammeln. Ich denke mal, der ein oder andere wird es auch schon mal reingeschrieben haben in die Kommentare. Ich soll doch das Zeug ja mal raustun, wenn ich auf Sammeln gehe. Ist ja im Grunde auch sinnig, ne? So, den Weg wollte ich eigentlich hier auch mal weitermachen. Bis dahin und dann davor. Wenn ich durchlaufe, dann lässt er immer Stufen. Von daher muss ich dann immer ein bisschen stoppen. So, du kommst jetzt einfach dann dahin. Zack. Und dann haben wir jetzt halt nämlich noch 88 Stufen. Wir haben noch das da. Das ist als Ersatz. Wir haben das Kabel, welches wir einsetzen können. Ich finde das ja schon gut, dass man das machen kann. So, jetzt fehlt noch eins von diesen Dingern. Und wir werden natürlich erst einmal hier weiter sammeln gehen. Und vor allem, ich möchte jetzt nämlich auch, das wäre mir wichtig, jetzt gucken wir nur mal auf die Map, wo wir sind. Im Grunde möchte ich irgendwie schauen, dass wir da auch nach oben kommen. Sprich, wir werden jetzt einen Weg mal davor bauen. Und dann hier rüber, um dann da die Brücke hinzusetzen. Das wäre jetzt so mein Ziel gewesen. Und hier machen wir zwei breit, weil es einfach reicht. Und alles, was jetzt an Bäumen hier auf uns zukommt, wird einfach weggeholzt. Nein! So, einmal die... Oh, die Axt, die Axt, die Axt. Oh. So, Mist. Da muss ich glatt nochmal zurück. Aber ich würde sagen, wir verarbeiten halt jetzt einfach das und fangen, was wir können. Ach, ich wollte ja auch nochmal im Ding nachschauen, in der Falle, ne, ob sich da irgendwas getan hat. So, also, wir legen... die Hölzer weiter.
Und ich glaube, das ist sogar an der Stelle dann ganz okay. So. Dann hier vor. Mal bis dahin. Könnte sein, dass es schön geht mit der Brücke darüber. Mal gucken. So, du musst jedenfalls weg. Dich setze ich dahin. Oh yes. Es geht schön. Ups. Ja gut, dann muss ich halt dann da drüben wegmachen. Das geht halt nicht anders. Müsst ihr ins Wasser fallen, ehrlich wahr. So, wir können natürlich auch, ne, das ist ja auch kein Thema, wir können da natürlich auch eine Stufe machen. Das wäre ja wurscht. Wir hätten ja auf jeden Fall schon mal einen Weg hier hin. Auch da nach oben. Aber wenn ich hier... Wenn ich jetzt halt hier weitermache, dann würde ich trotzdem hier dann nach oben gehen. Jetzt gucken wir nochmal auf die Map. Das würde hier dann einfach geradeaus nach oben. Ist nicht einmal verkehrt, ne? Wir hätten dann da unten die... den Weg hier hoch über die Brücke. Wir können dann direkt nach Norden durchlaufen. Und wir können dann hier den Weg weitermachen. Dann müsste ich halt hoffen, dass ich da eine Brücke her platzieren kann. Das wäre dann auch noch nice.